Die Kriege der Antike waren ungemein grausam und wir besitzen eindrucksvolle Zeugnisse großer heroischer Schlachten. Schon damals verließen sich verfeindete Völker auf eine hochentwickelte Militärtechnik. Aber gab es in der Antike schon so etwas wie Panzer und Handgranaten? Wurden vielleicht sogar chemische und biologische Waffen eingesetzt? Antworten gibt uns die berühmteste Belagerung der Geschichte: die Schlacht um Troja. Wir stellen uns die antike Welt meist als eine Anzahl kultivierter Zivilisationen vor, die sich mit Philosophie, Wissenschaft und Kunst beschäftigten. Aber auch in militärischer Hinsicht waren sie sehr fortgeschritten. Ihr Kriegsgerät war von gefürchteter Schlagkraft. Die Armeen der Antike waren sehr weit entwickelt und benutzten ausgeklügelte Waffen, die sie in gigantischen Kriegszügen einsetzten. Die berühmteste Schlacht aller Zeiten wurde während der Trojanischen Kriege geschlagen, also mitten in der Bronzezeit. Griechische Waffenschmiede benutzten immer die neuesten Techniken, um schlagkräftiges Kriegsgerät zu entwickeln und massenhaft herzustellen. Diese faszinierenden Waffen erlaubten es den Griechen, andere mächtige und reiche Völker anzugreifen. Eine dieser Schlachten erreichte mythische Dimensionen und ist auch heute noch sagenumwoben. Troja ist eine der berühmtesten Schlachten der Geschichte, weil Homer sie in seiner wunderbaren Ilias beschrieben hat. Der griechische Dichter Homer lebte um 800 vor Christus. Er besang eine Reihe von Schlachten, die Jahrhunderte vor seiner Zeit stattgefunden hatten, die Trojanischen Kriege. Die Belagerung Trojas wurde zu einem Mythos, der auch Jahrtausende später noch lebendig ist. In der Ilias finden sich eindrucksvolle Zeugnisse antiker Kriegskunst und Waffen. Wir erfahren, wie Krieger in der späten Bronzezeit gekämpft haben. The story of the Iliad. Die Ilias beginnt mit der Verführung der schönsten Frau der damaligen Welt, Helena, der Frau von König Menelaos von Sparta. Sie hatte sich in Paris verliebt, der ein Sohn des Königs von Troja, Priamos, war. Und sie war mit ihm nach Troja geflüchtet. Die Trojaner weigerten sich, Helena zurückzuschicken. Ihr wütender Ehemann Menelaos kontaktiert seinen Bruder Agamemnon, den König von Mykene. Gemeinsam stellten sie eine riesige Flotte auf, um die untreue Ehefrau heimzuholen. Die Griechen lebten in kleinen Stadtstaaten wie Athen, Sparta, Korinth und Theben. Sie hatten alle um die 100.000 Einwohner und wetteiferten um die militärische Vorherrschaft. Manchmal legten die Städte ihre Streitigkeiten jedoch bei und vereinigten ihre Kräfte, um gegen einen gemeinsamen Feind zu kämpfen. In der Bronzezeit entstand ein mächtiger Staat, der nicht nur Griechenland, sondern den ganzen Mittelmeerraum beherrschen wollte: Mykene. Er wurde vom mächtigen König Agamemnon regiert. Agamemnon verlangte von anderen griechischen Herrschern, sich an einem Kriegszug zu beteiligen, um Helena zurückzubringen und das reiche, mächtige Troja zu zerstören. Der Kampf um Troja fand zwischen zwei Großmächten statt, den Griechen, angeführt von Agamemnon, und den Trojanern, geführt von König Priamos. Die Schlacht um Troja war für die Griechen eine Herausforderung. Troja war durch eine riesige steinerne Stadtmauer geschützt. Die Griechen konnten sich hier nicht wie sonst einfach durchgraben. König Agamemnon würde seine ganze Kriegskunst aufbringen müssen, um die Stadtmauern zu schleifen und die Trojaner zu besiegen. Die Belagerung Trojas sollte 10 Jahre dauern und erst mit Hilfe einer genialen und waghalsigen Konstruktion konnte es gelingen, die Befestigungen einzunehmen. Über 3000 Jahre später stehen Historiker vor einem faszinierenden Rätsel. Hat diese sagenhafte Kriegsmaschine je existiert? Hier im Britischen Museum in London haben Archäologen Funde aus dem antiken Wüstenkönigreich Assyrien untersucht.
Dieses im Palast von Assur-Nasir-Pal entdeckte Relief liefert Hinweise darauf, dass hochentwickelte Kriegsmaschinen schon viel früher im Einsatz waren als bisher angenommen. Julian Reed war früher der Kurator der Nahostabteilung des Museums. Hier sehen wir eine Belagerungsmaschine mit einem Balken. Sie funktioniert wie folgt. Im Inneren der Maschine sind Menschen, die den Balken auf- und abbewegen und so versuchen, die Mauer Stück um Stück zu zerstören. Assyrien hatte im 8., Persien im 6. Jahrhundert Techniken entwickelt, mit denen sie alle Festungen einnehmen konnten, außer einer. Die Assyrer waren Meister in der Kunst der Belagerung. Wenn sie eine Stadt einnehmen wollten, verwendeten sie die sogenannte Mauerfliege. Das Relief zeigt, dass sie mit hölzernen Balken ausgestattet war, deren Zerstörungskraft durch Eisenspitzen verstärkt wurde. Diese assyrische Kriegsmaschine stand auf Rädern und hatte vorne einen aus Weidenruten geflochtenen Schutzraum, der an den Nacken eines Pferdes erinnert. Das Gerüst einer solchen Belagerungsmaschine wurde mit Stoffen oder Tierhäuten abgedeckt. So wurden die hölzernen Türme und Brüstungen vor Feuer geschützt. Es kam vor, dass man brennende Pechfackeln auf sie herabwarf, um die Maschine anzuzünden. Aber das hatten die Assyrer bedacht und ein Wasserfass in der Maschine untergebracht. Damit konnten sie das Äußere feucht halten. Vorne an der Belagerungsmaschine gab es zwei schlauchartige Gebilde, durch die das Wasser austreten konnte. Könnten diese riesigen Kriegsmaschinen Homer als Vorbild für das trojanische Pferd gedient haben? In so einer Belagerungsmaschine sind Soldaten, die eine feindliche Stadt angreifen. Daraus könnte man eine Geschichte ableiten, in der sich die Soldaten als List in so einem Aufbau verstecken. Jüngst wurden in Syrien Beweise dafür gefunden, dass solche Maschinen schon 600 Jahre vor dem Trojanischen Krieg in Gebrauch waren. Die Assyrer haben also sicherlich zu Zeiten Trojas weit entwickelte Kriegsmaschinen zur Zerstörung von Festungsanlagen gekannt. Wir wissen, dass in der Welt der Antike Machtfragen durch Kriege entschieden wurden. Und dass ein Sieg auf dem Schlachtfeld als ein Geschenk der allmächtigen Götter galt. Eines der wichtigsten Heiligtümer der Griechen war Olympia, der Geburtsort der Olympischen Spiele. Es war Zeus, dem mächtigsten aller griechischen Götter, geweiht. Von ihm erflehten die Krieger einen Sieg. Die Völker der Antike brachten den Göttern ihres jeweiligen Kultes erlesene Geschenke und Opfer dar. Diese Votivgaben sollten die Götter günstig stimmen und den Sieg in einer Schlacht garantieren. Man nimmt an, dass diese Sammlung von Kriegerhelmen aus Olympia Weihegaben sind, die Zeus dargebracht wurden. Sie geben eindeutige Hinweise auf die Bedeutung der Kriegskunst im antiken Griechenland. Dieser von Speeren durchlöcherte Brustpanzer aus Bronze ist mit Zeus-Abbildungen geschmückt und ein Zeugnis dafür, wie hochentwickelt die Metallbearbeitung in der Bronzezeit war. Analysen der antiken Waffen, die in den letzten 200 Jahren gefunden wurden, haben gezeigt, dass die Menschen sehr gut mit den ihnen zur Verfügung stehenden Metallen umgehen konnten. Das ist ein griechischer Helm aus der Zeit um 650 vor Christus. Er wiegt nur ungefähr 1,5 Kilogramm. Heutige Infanteriehelme sind genauso schwer. Dr. David Starley arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am britischen Königlichen Waffenmuseum in Leeds. Mithilfe von Röntgenstrahlen untersucht er den inneren Aufbau dieses Helms. Der Vorteil des Röntgens liegt darin, dass wir in einen Gegenstand hineinsehen können, ohne ihn zu beschädigen. Die Verarbeitungsqualität dieses Helms aus der späten Bronzezeit ist erstaunlich. Die Schattierung des Röntgenbildes gibt Aufschluss über die Dicke des Metalls. Es ist sehr gut verarbeitet worden, mit einer gleichmäßigen Dicke von 2 mm. Bronze lässt sich sehr leicht gießen, aber hier wurde sie geschmiedet, denn es gibt keine Gussspuren wie Gasbläschen oder Nähte.
Erst durch neueste Untersuchungen wurde klar, wie weit entwickelt Waffen der Bronzezeit waren. Besser kann man es nicht machen. Das ist exzellente Handwerkskunst. Die Griechen waren in der ganzen antiken Welt für ihre Metallbearbeitungskunst bekannt. Ihnen gelang es vermutlich als erste, Bronze aus Zinn und Kupfer herzustellen. Damit war es erstmals möglich, qualitativ hochwertige, haltbare und schlagkräftige Waffen zu entwickeln. Im britischen Shefton Museum sind einige der frühesten griechischen Bronzezeitwaffen zu sehen, die Mitte des 16. Jahrhunderts vor Christus entstanden. Waffen in der späten Bronzezeit waren keine Spielzeuge. Sie sind scharf, stabil und, wie man sieht, sehr haltbar. Neueste archäologische Funde zeigen, dass die Griechen schon vor 3500 Jahren solche Waffen in einer Art Massenproduktion herstellten. Den Waffen sieht man an, dass Fachleute sie gefertigt haben. Dieses Schwert ist eine der ältesten Waffen, die aus der Bronzezeit überliefert sind. Es wurde schon 400 Jahre vor der Schlacht um Troja gefertigt und ist damit eines der frühesten Beispiele griechischer Waffenbaukunst. Es ist 3500 Jahre alt, aber ich könnte es schleifen und dann benutzen. Etwas Vergleichbares könnten wir heute nicht mehr herstellen. König Agamemnon hatte ein riesiges Waffenarsenal und eine gut gefüllte Kriegskasse. Aber die entscheidende Frage bleibt: Hat es die Schlacht um Troja überhaupt gegeben? Viele glauben, der Trojanische Krieg ist eine Legende. Doch ein Mann sollte die Welt mit seinen Entdeckungen wachrütteln und unser Wissen um die Kriegsführung in der Antike für immer verändern. Etwa um 1200 vor Christus stellte König Agamemnon eine gigantische Streitmacht zusammen, um die schöne Helena aus den Klauen der Trojaner zu befreien. Aber Agamemnon plante nicht nur eine Rettungsmission, er wollte auch das gesamte Mittelmeergebiet unter seine Kontrolle bringen. Helena war nur ein Vorwand für die Belagerung einer der mächtigsten und reichsten Städte der späten Bronzezeit, Troja. Er mobilisierte die größte Flotte des ganzen Altertums und Helena ging in die Geschichte ein als die Frau, wegen der 1000 Schiffe in See stachen. Historiker glauben heute, dass die Armada nur aus einer Flotte von 100 Schiffen bestand. Aber sogar das wäre, selbst für heutige Verhältnisse, eine enorme Größe. Mit etwa 5000 Mann war es die größte Invasionstruppe, die je das Mittelmeer überquerte. Die meisten Schiffe in der Flotte waren Pentekonter. Dies waren die ersten speziell für Kriegszwecke entworfenen Schiffe. Ein großer Pentekonter war bis zu 30 Meter lang und über 4 Meter breit und wurde durch 50 Ruder angetrieben. Solche Schiffe erreichten eine Geschwindigkeit von bis zu 10 Knoten, also 18 Kilometer pro Stunde, ähnlich wie die Fähren, die heute die Ägäis durchkreuzen. König Agamemnon hatte eine gewaltige Streitmacht mobilisiert, aber Trojas Mauern schienen unüberwindbar. Bis ins 19. Jahrhundert wusste man wenig über Troja und seine Befestigungsanlagen. Dass die Stadt zum Mythos wurde, lag vor allem an einem klassischen Text, Homers Ilias. Die Bodleian-Bibliothek in Oxford besitzt eine der ältesten Ausgaben des Werkes. Die hier ausgestellten Seiten der sogenannten Ilias von Havara entstanden um 200 nach Christus. Auf diesen Seiten wird beschrieben, wie sich die griechische Flotte zur Überfahrt nach Troja formiert. Jahrhundertelang suchten Archäologen vergeblich nach Homers Troja, bis sich im 19. Jahrhundert ein deutscher Forscher auf die Suche begab, mit der Ilias als Wegweiser. Was Heinrich Schliemann entdeckte, verschlug der Welt den Atem. Schliemann und seine Vorgänger lasen die Ilias wie einen Geheimcode. Sie suchten nach Hinweisen auf die Lage des historischen Trojas. Schliemann lokalisierte einen Hügel im nordwestlichen Teil Kleinasiens. Er begann mit Ausgrabungen und hatte Glück. Schliemann reiste in die Gegend um Hisarlik in der heutigen Türkei. Hier hoffte er, Troja zu finden.
Er verhandelte mit den beiden türkischen Geschäftsleuten, denen das Land um die Erdhügel gehörte, und begann zu graben. Bald stieß er auf die Überreste einer großen Stadt. Ihm war klar, dass er etwas Bedeutendes gefunden hatte. Troja befand sich direkt unter seinen Füßen. Wir wissen heute, dass er recht hatte. Es war Troja. 1874 fand Heinrich Schliemann einen großen Gold- und Silberschatz. Es ist bis heute der größte Fund am Ausgrabungsort. Schliemann nannte ihn den Schatz des Priamos, weil er glaubte, dass ihn der König während der Trojanischen Kriege vergraben ließ. Über 100 Jahre später sind Archäologen immer noch damit beschäftigt, die Wahrheit hinter dem Mythos Troja ans Licht zu bringen. In der späten Bronzezeit lebten hier wohl 5.000 bis 10.000 Menschen. Ernst Pennikers Team entdeckte Anhaltspunkte dafür, dass Troja das Ziel einer Invasion gewesen sein könnte. Es gibt Hinweise, die auf eine Belagerung der Stadt hindeuten. Hier haben wir ein paar Pfeilspitzen wie diese hier, die auf Kampfhandlungen hindeuten. Warum wir nur so wenige finden, wissen wir nicht. Vielleicht wurden sie eingesammelt. Bronze war sehr wertvoll. Vielleicht kam ja ein Teil dieser Waffen beim Kampf um Troja zum Einsatz. Und es gibt noch andere Hinweise darauf, dass hier eine große Schlacht stattgefunden hat. Interessant ist, dass diese Flusskieselsteine gesammelt und auf den Hügel gebracht wurden. Man nimmt an, dass sie als Geschosse für Schleudern verwendet wurden. Dafür spricht, dass wir ähnliche Geschosse aus gebranntem Ton gefunden haben. Die Tatsache, dass hier eine große Anzahl solcher Wurfgeschosse gefunden wurde, deutet für die Fachleute auf einen Überraschungsangriff hin. Die Einwohner hatten keine Zeit mehr, die Geschosse abzufeuern. Auf Kampfhandlungen deuten auch diese polierten Steine mit Loch in der Mitte hin. Man kann sie als Endstücke an der Achse eines Streitwagens benutzen. Doch kann man von diesen Bruchstücken darauf schließen, welche Waffen damals im Kampf Mann gegen Mann verwendet wurden? Zu jener Zeit war der heldenhafte Einsatz jedes Einzelnen kriegsentscheidend. König Agamemnon führte eine Elitetruppe, die jedem Gegner ungeheure Furcht einflößte. Zu ihr gehörte einer der besten Krieger der Antike, Achilles. Hierin ist auch die Passage enthalten, die Achilles und seine Myrmidonen beschreibt. Man kann den Namen Achilles erkennen, auf Griechisch Achilleus. Die größte Schlacht in der Ilias ist der Kampf zwischen Hektor, dem Meisterkämpfer Trojas, und Achilles, dem besten Krieger der Griechen. Dieser Zweikampf war ein wichtiger Moment in den 10 Jahre andauernden Kampfhandlungen. Der Nahkampf der einfachen Soldaten mit ihren Kurzschwertern war eine rohe und blutige Angelegenheit. Die von Homer beschriebenen Zweikämpfe scheinen idealisiert und erinnern eher an rituelle Auseinandersetzungen. Der griechische Held Achilles wurde so lange provoziert, bis er sich auf einen Kampf mit Hektor, dem trojanischen Meisterkämpfer, einließ. Sie trafen sich auf einer Ebene vor Troja. Üblicherweise schleuderte man zuerst die Speere. Beide verfehlten ihr Ziel. Daraufhin zog Hektor sein Schwert, um den Kampf so zu beenden. Achilles holte sich seinen Speer zurück und stieß ihn Hektor durch die Kehle. Kriegshelden wie Hektor und Achilles kamen mit der ältesten Kampfmaschine der Antike zum Schlachtfeld, dem Streitwagen. Zu jener Zeit war der Kampf Mann gegen Mann sehr angesehen. Man wollte dem Gegner ins Auge blicken. Für einen solchen Nahkampf musste man fit und sehr ausdauernd sein. Das gleiche gilt für den Schwertkampf. Den Arm eines Mannes mit einem Schwert abzutrennen, erfordert sehr viel Kraft. Wie Hektor und Achilles sich bekämpften, ähnelt dem Kampfstil der Gladiatoren im alten Rom. Daraus folgt, dass dem Streitwagen schon zur Zeit Trojas eine sehr wichtige Funktion zukam.
Die Streitwagen waren Transportmittel zum Schlachtfeld. Die Krieger wurden damit hingebracht, konnten so aber auch gerettet werden. Sie standen an vorderster Front und kämpften stellvertretend für alle um Ruhm und Ehre. Wurde einer von ihnen müde, kam ihr Kamerad, ließ ihn aufspringen und sie flüchteten. Vor 3000 Jahren konnten neue, todbringende Waffen plötzlich massenhaft hergestellt werden. König Agamemnons Waffenschmiede sahen sich vor eine ungeheure Aufgabe gestellt. Würde es ihnen gelingen, eine Rüstung zu entwickeln, die diesen neuen Waffen vor den Mauern Trojas trotzen konnte? König Agamemnons Armee musste eine lange Reise durch die Ägäis hinter sich bringen, um Troja zu erreichen. Vor den turmhohen Mauern der scheinbar uneinnehmbaren Stadt begann eine Belagerung, die ein Jahrzehnt dauern sollte. Aber wie konnten sie so lange im Freien überleben? Wie konnten sie die brutalen Angriffe der Trojaner überstehen? Heute wird mit Hilfe von archäologischen Funden und Hinweisen aus der Ilias versucht, die Waffen und Rüstungen der Antike zu rekonstruieren. Der wichtigste Teil der Ausrüstung, die ich hier trage, ist der Helm. Das hier ist ein hochentwickelter korinthischer Helm. Auffällig sind die langen Wangenschilde und die geschlossene Gesichtspartie. Sie sind als Schutz im Kampf besonders wichtig und bilden vorn einen großen Schild. Die griechischen Handwerker entwickelten einen Helm, der den Hör- und Sehsinn möglichst wenig beeinträchtigte. In den Perserkriegen war es wichtig, Kommandos zu verstehen. Die alten Helme waren wie Taucherhelme. Man hörte nur Lärm. Es wurde auf die Gegner gezeigt und man wurde in ihre Richtung gestoßen. Später mussten die Krieger hören können, was vor sich ging. Es begann ein Wettrüsten, das die griechischen Metallurgen dazu zwang, eine Rüstung zu entwickeln, die den neuen tödlichen Waffen standhielt. Eine revolutionäre Neuerung waren Verbundmaterialien. Die griechischen Konstrukteure erfanden eine extrem dichte Verbundfaser, die Pfeilspitzen aus Metall widerstehen konnte. Hier haben wir einen Linothorax, einen Brustpanzer aus zusammengeklebtem Leinen. Er besteht aus 14 Schichten Leinen und hat einen Lederkern in der Mitte. Er ist leichter als eine Metallrüstung und wenn er warm wird, passt er sich dem Körper von selbst an. Aber er ist sehr hart und schützt effektiv. Er ähnelt einer schusssicheren Weste. Wir testen diesen Linothorax aus kurzer Distanz mit einem modernen Bogen. Oh, das hätte wehgetan. Aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Der Schuss kam ja aus nächster Nähe und der Pfeil traf hier nur auf Stoff. In einer Schlacht wäre das ein Volltreffer. Die Tatsache, dass er den Stoff durchstoßen konnte, reine Glückssache. Obwohl wir einen Bogen mit einem Zuggewicht von 72 Kilo und einer Pfeilgeschwindigkeit von 140 Kilometer pro Stunde benutzt haben, ist nur die Pfeilspitze eingedrungen. Die Griechen haben Verbundmaterialien auch für ihre Schilde eingesetzt. In einem Athener Museum ist ein Fresko ausgestellt, das wie eine Acht geformte Schilde aus der Zeit der Trojanischen Kriege zeigt. Er verdeckt meinen ganzen Körper. Die Form ist so gestaltet, dass sie mich schützt, ich den Speer aber noch einsetzen kann. Der Speer war die Heldenwaffe des Zeitalters der Ilias, die auch Achilles verwendet hat. Wenn ich ihn so halte, kann ich kämpfen und bin trotzdem geschützt. Ein ausgeklügelter Aufbau machte den Schild so effektiv. Er ist unglaublich leicht, weil er aus Weidengeflecht besteht. Es ist dicht geflochten, sehr widerstandsfähig. Ein bisschen flexibel, um den Aufprall abzumildern, aber sehr leicht und gut zu tragen. Er wird mit diesem Schulterriemen am Körper befestigt. Man kann problemlos damit kämpfen. Außen verstärkt eine Tierhaut das Weidengeflecht. Aber wir wissen nicht, wie gut er einem Pfeil standhalten wird. Wir werden dieses Meisterstück antiker Handwerkskunst zum ersten Mal seit 3 Jahrtausenden wieder testen. Sogar ein aus nächster Nähe abgeschossener Pfeil kann den Schild nicht durchstoßen. Ein Vorteil dieser Bauweise war auch, dass die Kämpfer den Schild selbst reparieren konnten.
Wir wissen nun, dass die antiken Armeen modernste Verbundfasern einsetzten, um sich gegen neue, schlagkräftige Infanteriewaffen zu schützen. Ein neuer Fund deutet allerdings darauf hin, dass noch mehr fortgeschrittene Technologien entwickelt wurden. 1960 wurde durch einen spektakulären Fund klar, wie weit entwickelt die Metallbearbeitung im Waffenbau der Antike war. Diese Aufnahmen dokumentieren eine Ausgrabung bei Mykene auf dem griechischen Festland. Archäologen entdeckten diese gut erhaltene Rüstung, die von einem Krieger vor über 3000 Jahren getragen wurde. Solche Rüstungen nannte man Dendra-Rüstung. Sie stellen sogar heutige Schutzkleidung in den Schatten. Ursprünglich hatte man einen Helm und Schienen für Schultern, Brust und Oberschenkel. Das alles war eigentlich viel zu schwer und man konnte sich kaum darin bewegen. Eine Dendra-Rüstung bestand aus 15 einzelnen Bronzeplatten und wog ungefähr 16 Kilogramm. Die Rüstung der Helden Homers war wohl ziemlich effektiv. Anhand der Dendra-Rüstung kann man die Stärke und Schlagkraft der Ausrüstung erkennen. Zum besseren Schutz überlappten die Bronzeschilde einander. Sie wurden durch starke Fasern miteinander verbunden, die durch nur 2 mm dicke Ösen gezogen wurden. Aber würde das reichen, um den tödlichen Angriffen der Trojaner zu widerstehen? Die Schlacht um Troja gibt bis heute Rätsel auf. Und eine der zentralen Fragen bleibt, wie es den Griechen gelang, eine Stadt so lange zu belagern, ohne dass sie selbst vernichtet wurden. 1960 wurde durch einen archäologischen Fund klar, wie hochentwickelt die Rüstungen zur Zeit der Trojanischen Kriege waren. Solche Entdeckungen sind sehr selten. Aber schwedische Archäologen haben in einer Grabkammer bei Dendra in Griechenland eine komplett erhaltene Bronzerüstung aus der Zeit, in der die Griechen Troja belagerten, gefunden. Die Waffen, die vor Troja am häufigsten zum Einsatz kamen, waren Pfeil und Bogen. Aber konnte die Dendra-Rüstung dem Angriff eines Bogenschützen standhalten? Zum ersten Mal seit über 3 Jahrtausenden lassen wir einen geübten Schützen gegen die Rüstung aus Mykene antreten. Die Ergebnisse sehen wir in Zeitlupe. Fantastisch! Der Pfeil sollte die Rüstung durchstoßen, aber er ist nur 1 Zentimeter tief eingedrungen. Er ist verbogen und die Pfeilspitze ist verformt. Das hätte den Krieger erschreckt, aber nicht verletzt. Selbst mit extrem scharfen Pfeilspitzen gelingt es dem Meisterschützen Mike Ashington nicht, der Panoply nennenswerten Schaden zuzufügen. Der dritte Schuss trifft genau auf den Rand der Rüstung, aber erstaunlicherweise prallt der Pfeil ab, ohne große Spuren zu hinterlassen. Der nächste Schuss trifft genau in die Herzgegend, aber auch diesmal durchdringt der Pfeil nur die äußerste Schicht des bronzenen Panzers. Der Mann wurde auf keinen Fall verletzt. Er hat sich vielleicht erschreckt, hat Angst bekommen, aber blieb unverletzt. Er konnte weiterkämpfen. Aber wie war es, eine solche Rüstung zu tragen? Sie zu tragen war sehr schwierig. Sie war schwer, man konnte sich kaum damit bewegen. Die meisten Kämpfe fanden im Sommer bei fast 40 Grad statt. Wenn man sie lange getragen oder gar lange darin gekämpft hätte, wäre man an einem Hitzschlag gestorben. Die Krieger, die eine solche Rüstung trugen, müssen auf einem Streitwagen gekämpft haben. Gehen oder laufen konnten sie nicht. Die verminderte Beweglichkeit wird durch die Schutzfunktionen aber wieder wettgemacht. Die Helme wurden damals aus den Hauern von Wildschweinen hergestellt. Wir werden versuchen, die Überlieferung Homers zu bestätigen, dass Krieger ihre Helme aus Jagdtrophäen bauten. Dazu nähen wir Knochen mit einem Leinenfaden auf eine lederne Kappe. Der Helm ist flexibel, aber stabil. Obwohl die doppelt geschliffene Pfeilspitze einen der Knochen gespalten hat, wurde der Aufprall von dem Helm abgefangen. Der Krieger hätte also sogar einen Schuss aus nächster Nähe überlebt. Yes!
Das ist der Schwachpunkt dieser Rüstung. Wenn man eine Lücke trifft und dann noch den Knochen und das Leder durchdringt, kann das böse enden. Doch mit schlagkräftigen Infanteriewaffen und guten Rüstungen allein konnte König Agamemnon Troja nicht einnehmen. Die Ilias berichtet, dass die Griechen die Stadt jahrelang erfolglos belagerten. Zu der Zeit hinkten die Griechen mit ihren Belagerungstechniken ziemlich hinterher. Die Trojaner hatten bis jetzt alle Versuche, ihre Festung einzunehmen, abgewehrt. Die Mauern waren so konstruiert, dass sie von herkömmlichen Belagerungsmaschinen praktisch nicht zerstört werden konnten. Vor ihnen verliefen Gräben, damit Belagerungsmaschinen nicht an sie heranfahren konnten. Die Außenmauern waren abgeschrägt und so fast uneinnehmbar. Zudem kämpften die Trojaner verbissen bei der Verteidigung ihrer geliebten Stadt. Diese gut gesicherte Festung einzunehmen war kaum möglich. Die Mauern waren unbezwingbar und wurden fortwährend mit Waffen und Steinen verteidigt. Mehr noch, wir wissen heute, dass im Altertum sogar chemische und biologische Waffen eingesetzt wurden. Es gibt Berichte über die chemischen und biologischen Waffen. Bomben voller Skorpione, giftige Insekten, Rauchwolken. Archäologen können nachweisen, dass Skorpione tatsächlich zu Kriegszwecken eingesetzt wurden. Während der Belagerung Hatras, einer Stadt im heutigen Irak, warfen die Verteidiger Krüge voller stechender Insekten und Skorpione auf die römischen Angreifer. Es gibt auch Hinweise, dass chemische Kampfstoffe eingesetzt wurden. Naphtha ist eine brennbare Chemikalie, ähnlich wie Napalm. Die Verteidiger von Hatra schleuderten es wohl in Keramikgefäßen wie diesem auf die Kriegsmaschinen, zerstörten sie so und verursachten Chaos. 1988 wurden in Hama im heutigen Syrien einige sehr interessante Keramikkugeln entdeckt. Es stellte sich heraus, dass es sich hier um jahrtausende alte Handgranaten handeln muss. Homer beschreibt, dass die Trojaner giftige Skorpione einsetzten, um den griechischen Helden Achilles zu besiegen. In Homer, we've got the death. Bei Homer stirbt Achilles, als er von einem vergifteten Pfeil in die Ferse getroffen wird. Die Antike kannte biologische Waffen, die auf verschiedene Weise Leid und Tod brachten. Die Belagerung Trojas dauerte nun schon ein Jahrzehnt. Agamemnon und seinen Truppen war es nicht gelungen, die Stadtmauern zu durchbrechen und Helena zurückzuerobern. Aber es gab noch einen letzten Versuch, die Trojaner zu besiegen. Dazu ersann man eine völlig neuartige Belagerungsmaschine. König Agamemnon hatte die uneinnehmbare Festung Troja nun schon 10 Jahre lang belagert. Jedes Jahr segelten die Griechen erneut nach Troja, um die Stadt zu erobern und Helena aus den Händen der Trojaner zu befreien. Es war damals üblich, Kriege saisonal auszutragen. Die Schlachten fanden im Sommer statt und im Herbst zogen die Menschen wieder nach Hause, um die Ernte einzubringen. Sie mussten die Wirtschaft am Laufen halten, um die Armeen zu finanzieren. Jedes Jahr konnten die Trojaner den Abzug ihrer Feinde feiern. Doch im 10. Jahr sollte sich alles ändern. Die Griechen hatten einen waghalsigen Plan ausgeheckt, der unbedingt geheim bleiben musste. Der Mann, der sich diesen genialen Plan ausgedacht hatte, war Odysseus, ein vertrauter König Agamemnons. Er befahl seinen Konstrukteuren, eine Kriegsmaschine zu bauen, die in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Die Griechen mussten zu einer List greifen, weil die Trojaner ihnen im Festungsbau und der Militärtechnik weit überlegen waren. Aber ist das trojanische Pferd nicht ein Mythos? Archäologische Funde in Troja legen nahe, dass es vielleicht doch existiert hat.
In den letzten 5 Jahren haben die Archäologen in Troja gute Arbeit geleistet. Es gab viele neue Funde. Wir dachten immer, dass Troja nur die Festung oben auf dem Felsplateau war. Da stellte sich die Frage, wie sollte ein Pferd da hinaufgelangt sein? Aber jetzt wissen wir, dass es auch im unteren Bereich eine Stadt gab. Eine große Stadt, die von einer Mauer aus Lehmziegeln umgeben war. So etwas konnten sie einnehmen. Diese Mauer war von 2 Gräben umgeben, vor denen Palisaden standen. Sie war also auch schwer einnehmbar. Langsam ergab die Sache Sinn. Sie mussten nur die äußeren Schutzanlagen durchdringen. Grabungsfunde haben gezeigt, dass die ausgeklügelten Befestigungsanlagen Trojas es sogar den stärksten Belagerungsmaschinen unmöglich machten, die Mauern zu durchbrechen. Wenn man hier steht, bekommt man einen guten Eindruck davon, wie uneinnehmbar die Stadt in der späten Bronzezeit war. Hinter mir sehen wir die nördliche Seite der Zitadelle. Ganz oben befanden sich Befestigungen aus Kalkstein und Lehmziegeln, die über 9 Meter hoch und deren Mauern über 3 Meter dick waren. Egal wie hochentwickelt die Belagerungsmaschinen waren, von dieser Seite konnte man die Stadt einfach nicht einnehmen. Den Trojanern war bestimmt bewusst, dass der tiefer gelegene Teil der Stadt schwer zu verteidigen war. Neueste archäologische Erkenntnisse legen nahe, dass Troja deswegen von einem System aus Gräben umgeben war. Diese sollten die Feinde davon abhalten, zu den Mauern zu gelangen. Der Graben, den wir hier sehen, ist 4 Meter breit und bis zu 2 Meter tief. Er war damals ein sehr effektives Mittel, um Infanterie und Streitwagen abzuhalten. Es gibt hier eine Unterbrechung im Graben. Hier muss also das Haupttor Trojas gewesen sein. Wenn es ein trojanisches Pferd gegeben hat, muss es hier durchgekommen sein. Das war der einzige Eingang zum oberen Teil der Stadt, der Zitadelle. Die Griechen versuchten, die einzige Schwäche der Festung auszunutzen, das Tor. Odysseus wusste, dass seine Belagerungsmaschine die von den Trojanern getroffenen Abwehrmechanismen umgehen musste. Aber hatten die griechischen Konstrukteure zur Zeit Trojas das nötige Können, um diese Anlagen zu umgehen? Und gibt es historische Funde, die darauf hindeuten, dass so eine Belagerungsmaschine je eingesetzt wurde? 1961 wurde auf der griechischen Insel Mykonos ein spektakulärer Fund gemacht. Es ist eines der wichtigsten antiken Fundstücke, die Vase von Mykonos. Sie ist das älteste existierende Objekt, auf dem das trojanische Pferd dargestellt ist. Es ist eine der wichtigsten Darstellungen des trojanischen Pferdes, weil sie so alt ist. Ungefähr zu der Zeit, in der Homer seine Epen schrieb. Die Darstellung zeigt eindeutig Soldaten in dem großen Gebilde. Sie hat zu vielen Spekulationen über den Aufbau des trojanischen Pferdes geführt. Gegenständliche Pferdedarstellungen in der Kunst gibt es erst seit dem 5. Jahrhundert vor Christus. Von vielen Beispielen wissen wir, dass Pferde damals so dargestellt wurden. Es ist primitiv, irgendwie heidnisch. Es hat einen verlängerten Rumpf, der Hals ist lang wie bei einem Kamel. Mähne und Schwanz sind purpurn, was auf seinen hohen Rang hinweist. Purpur war die wertvollste Farbe der Antike. Sie wurde aus Seeschnecken gewonnen, die vor der türkischen Küste gesammelt wurden. Die Augen waren vielleicht aus Amethyst, die Hufe aus Bronze. Zusammengenommen ergab das ein spektakuläres Kunstwerk. Man kann verstehen, warum die Trojaner es hereinholen wollten. Aber das Gebilde muss so gut konstruiert gewesen sein, dass die List nicht aufgedeckt werden konnte. Odysseus wollte eine Belagerungsmaschine bauen, in der eine Spezialeinheit untergebracht werden konnte. Sie sollte dann, sobald das Pferd sich in der Stadt befand, die riesigen trojanischen Tore öffnen. Doch die Griechen standen vor einem Problem. Woher sollten sie das Holz nehmen, um so ein riesiges Gebilde zu bauen? Man nimmt an, dass sie dafür Holz aus ihren Schiffen benutzten. Es war ein genialer und kühner Plan, aber würden die Trojaner sich überlisten lassen? Es gibt neue Hinweise, die erklären, warum die Form der Kriegsmaschine dafür so wichtig war.
Zum einen war Troja ein Zentrum des Pferdehandels. Pferde hatten also einen sehr hohen Stellenwert. Archäologen haben Ansammlungen von Pferdeknochen gefunden, die bestätigen, dass es im antiken Troja sehr viele Pferde gab. Das sind Pferdeknochen. Sie wurden in einer Aufschüttung aus der späten Bronzezeit gefunden. Pferde waren also hier in Gebrauch. Zum anderen war das Pferd in der ganzen antiken Welt ein Symbol für Macht und Wohlstand. Die Form der Belagerungsmaschine ergab sich also aus den regionalen Traditionen. Nach 3 Tagen hatten die Griechen das Pferd vollendet. Es war ein imposantes Gebilde. Trojaner waren bestimmt beeindruckt, als sie es am Strand vor der Stadt fanden. Aber warum sollten die Trojaner die Belagerungsmaschine in die Stadt bringen? Um zu begreifen, wie diese List gelingen konnte, müssen wir das damalige religiöse Verständnis der Menschen aus dieser Region mitbedenken. Die Griechen waren abgesegelt, hatten das Pferd auf der Ebene vor den Toren Trojas zurückgelassen. Die Trojaner glaubten, König Agamemnon habe aufgegeben und sei über die Ägäis geflüchtet. Sie dachten, er habe das Pferd als Geschenk an die Götter zurückgelassen, um damit eine sichere Heimreise durch die gefährlichen Gewässer zu erbitten. Dies brachte die Trojaner auf eine Idee. Warum dieses schöne Bildnis nicht in ihre Stadt bringen und den eigenen Göttern opfern? So könnten sie diese wertvolle Opfergabe zu ihrem eigenen Wohl einsetzen. Es war möglich, einen Kampf zu gewinnen, indem man die Götter der Gegner auf seine Seite brachte. Dafür war es das Beste, das Pferd in die Festung zu bringen. Man schaffte es also durch die Mauer ins Innere der Stadt, um diese griechische Opfergabe zu einem Geschenk für die Götter Trojas zu machen. Zehn Jahre lang hatten König Agamemnon und seine Krieger nicht die Oberhand gewinnen können. Dann haben sie eine Finte erdacht, um ihre Eliteeinheiten ins Innere der Stadt zu schleusen. Man kann sich kaum vorstellen, wie schwierig die Umstände für die von Odysseus geleitete Truppe gewesen sein müssen. Im Innern des Pferdes wurde es sicher entsetzlich heiß und stickig, was selbst für Elitekrieger kaum auszuhalten war. Und es konnte einen ganzen Tag dauern, bis die List endlich funktionierte. Zur gleichen Zeit kehrten König Agamemnon und der Rest seiner Truppen im Schutz der Dunkelheit an die Küste Trojas zurück. Sobald Odysseus und seine Männer die Tore geöffnet hatten, wollten die Griechen die Stadt stürmen und mit erbarmungsloser Härte vernichten. Die Eroberer sind durch die Stadt gezogen und haben jeden getötet. Nicht nur die Krieger, sondern auch Frauen und Kinder, sogar Tiere. Nur wenige Trojaner dürften überlebt haben. König Agamemnons barbarischer Angriff und das Niederbrennen der Zitadelle zeigen, wie schonungslos die Kriege damals waren. Es muss eine der brutalsten Plünderungen der Antike gewesen sein. Noch heute hat das trojanische Pferd eine große symbolische Bedeutung und wird mit Täuschung und Hinterhalt in Verbindung gebracht. Die Belagerung Trojas muss Unsummen gekostet haben, aber wie bei jedem Krieg, sei es in der Antike oder in der Gegenwart, flossen die größten Beträge in die Entwicklung neuer Waffen. In der Welt der Antike waren Kriege, genauso wie heute, die stärkste Triebfeder des technischen Fortschritts. Wir werden wohl nie wissen, ob die Geschichte des trojanischen Pferdes ein Mythos ist oder Realität war. Aber wir haben gesehen, dass in den Kriegen der späten Bronzezeit hochentwickelte Militärtechnik zum Einsatz kam, deren Funktionsweise heute zum größten Teil vergessen ist. Die Belagerung Trojas wurde lange für eine abstruse Legende gehalten. Aber heute bringen uns neue Entdeckungen dazu, die Geschichtsbücher noch einmal aufzuschlagen und unsere Vorstellungen über die Antike zu hinterfragen. Sicher warten noch viele Rätsel darauf, von uns gelöst zu werden.
Mykene antreten. Die Ergebnisse sehen wir in Zeitlupe. Fantastisch. Der Pfeil sollte die Rüstung durchstoßen, aber er ist nur 1 Zentimeter tief eingedrungen. Er ist verbogen und die Pfeilspitze ist verformt. Das hätte den Krieger erschreckt, aber nicht verletzt. Selbst mit extrem scharfen Pfeilspitzen gelingt es dem Meisterschützen Mike Ashington nicht, der Panoply nennenswerten Schaden zuzufügen. Der dritte Schuss trifft genau auf den Rand der Rüstung, aber erstaunlicherweise prallt der Pfeil ab, ohne große Spuren zu hinterlassen. Der nächste Schuss trifft genau in die Herzgegend, aber auch diesmal durchdringt der Pfeil nur die äußerste Schicht des bronzenen Panzers. Der Mann wurde auf keinen Fall verletzt. Er hat sich vielleicht erschreckt, hat Angst bekommen, aber blieb unverletzt. Er konnte weiterkämpfen. Aber wie war es, eine solche Rüstung zu tragen? Sie zu tragen war sehr schwierig. Sie war schwer, man konnte sich kaum damit bewegen. Die meisten Kämpfe fanden im Sommer bei fast 40 Grad statt. Wenn man sie lange getragen oder gar lange darin gekämpft hätte, wäre man an einem Hitzschlag gestorben. Die Krieger, die eine solche Rüstung trugen, müssen auf einem Streitwagen gekämpft haben. Gehen oder laufen konnten sie nicht. Die verminderte Beweglichkeit wird durch die Schutzfunktionen aber wieder wettgemacht. Die Helme wurden damals aus den Hauern von Wildschweinen hergestellt. Wir werden versuchen, die Überlieferung Homers zu bestätigen, dass Krieger ihre Helme aus Jagdtrophäen bauten. Dazu nähen wir Knochen mit einem Leinenfaden auf eine lederne Kappe. Der Helm ist flexibel, aber stabil. Obwohl die doppelt geschliffene Pfeilspitze einen der Knochen gespalten hat, wurde der Aufprall von dem Helm abgefangen. Der Krieger hätte also sogar einen Schuss aus nächster Nähe überlebt. Das ist der Schwachpunkt dieser Rüstung. Wenn man eine Lücke trifft und dann noch den Knochen und das Leder durchdringt, kann das böse enden. Doch mit schlagkräftigen Infanteriewaffen und guten Rüstungen allein konnte König Agamemnon Troja nicht einnehmen. Die Ilias berichtet, dass die Griechen die Stadt jahrelang erfolglos belagerten. Zu der Zeit hinkten. Der Vorteil des Röntgens liegt darin, dass wir in einen Gegenstand hineinsehen können, ohne ihn zu beschädigen. Die Verarbeitungsqualität dieses Helms aus der späten Bronzezeit ist erstaunlich. Die Schattierung des Röntgenbildes gibt Aufschluss über die Dicke des Metalls. Es ist sehr gut verarbeitet worden, mit einer gleichmäßigen Dicke von 2 mm. Bronze lässt sich sehr leicht gießen, aber hier wurde sie geschmiedet, denn es gibt keine Gussspuren wie Gasbläschen oder Nähte. Erst durch neueste Untersuchungen wurde klar, wie weit entwickelt Waffen der Bronzezeit waren. Besser kann man es nicht machen. Das ist exzellente Handwerkskunst. Die Griechen waren in der ganzen antiken Welt für ihre Metallbearbeitungskunst bekannt. Ihnen gelang es vermutlich als erste, Bronze aus Zinn und Kupfer herzustellen. Damit war es erstmals möglich, qualitativ hochwertige, haltbare und schlagkräftige Waffen zu entwickeln. Im britischen Shefton Museum sind einige der frühesten griechischen Bronzezeitwaffen zu sehen, die Mitte des 16. Jahrhunderts vor Christus entstanden. Waffen in der späten Bronzezeit waren keine Spielzeuge. Sie sind scharf, stabil und, wie man sieht, sehr haltbar. Neueste archäologische Funde zeigen, dass die Griechen schon vor 3500 Jahren solche Waffen in einer Art Massenproduktion herstellten. Den Waffen sieht man an, dass Fachleute sie gefertigt haben. Dieses Schwert ist eine der ältesten Waffen, die aus der Bronzezeit überliefert sind. Es wurde schon 400 Jahre vor der Schlacht um Troja gefertigt und ist damit eines der frühesten Beispiele griechischer Waffenbaukunst.
Es ist 3500 Jahre alt, aber ich könnte es schleifen und dann benutzen. Etwas Vergleichbares könnten wir heute nicht mehr herstellen. König Agamemnon hatte ein riesiges Waffenarsenal und eine gut gefüllte Kriegskasse. Aber die entscheidende Frage bleibt: Hat es die Schlacht um Troja überhaupt gegeben? Viele glauben, der Trojanische Krieg ist eine Legende. Doch ein Mann sollte die Welt mit seinen Entdeckungen wachrütteln und unser Wissen um die Kriegsführung in der Antike für immer verändern. Etwa um 1200 vor Christus stellte König Agamemnon eine gigantische Streitmacht zusammen, um die schöne Helena aus den Klauen der Trojaner zu befreien. Aber Agamemnon plante nicht nur eine Rettungsmission, er wollte auch das gesamte Mittelmeergebiet unter seine Kontrolle bringen. Helena war nur ein Vorwand für die Belagerung einer der mächtigsten und reichsten Städte der späten Bronzezeit, Troja. Arbeitung in der Bronzezeit war. Analysen der antiken Waffen, die in den letzten 200 Jahren gefunden wurden, haben gezeigt, dass die Menschen sehr gut mit den ihnen zur Verfügung stehenden Metallen umgehen konnten. Das ist ein griechischer Helm aus der Zeit um 650 vor Christus. Er wiegt nur ungefähr 1,5 Kilogramm. Heutige Infanteriehelme sind genauso schwer. Dr. David Starley arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am britischen Königlichen Waffenmuseum in Leeds. Mithilfe von Röntgenstrahlen untersucht er den inneren Aufbau dieses Helms. Der Vorteil des Röntgens liegt darin, dass wir in einen Gegenstand hineinsehen können, ohne ihn zu beschädigen. Die Verarbeitungsqualität dieses Helms aus der späten Bronzezeit ist erstaunlich. Die Schattierung des Röntgenbildes gibt Aufschluss über die Dicke des Metalls. Es ist sehr gut verarbeitet worden, mit einer gleichmäßigen Dicke von 2 mm. Bronze lässt sich sehr leicht gießen, aber hier wurde sie geschmiedet, denn es gibt keine Gussspuren wie Gasbläschen oder Nähte. Erst durch neueste Untersuchungen wurde klar, wie weit entwickelt Waffen der Bronzezeit waren. Besser kann man es nicht machen. Das ist exzellente Handwerkskunst. Die Griechen waren in der ganzen antiken Welt für ihre Metallbearbeitungskunst bekannt. Ihnen gelang es vermutlich als erste, Bronze aus Zinn und Kupfer herzustellen. Damit war es erstmals möglich, qualitativ hochwertige, haltbare und schlagkräftige Waffen zu entwickeln. Im britischen Shefton Museum sind einige der frühesten griechischen Bronzezeitwaffen zu sehen, die Mitte des 16. Jahrhunderts vor Christus entstanden. Waffen in der späten Bronzezeit waren keine Spielzeuge. Sie sind scharf, stabil und, wie man sieht, sehr haltbar. Neueste archäologische Funde zeigen, dass die Griechen schon vor 3500 Jahren solche Waffen in einer Art Massenproduktion herstellten. Den Waffen sieht man an, dass Fachleute sie gefertigt haben. Dieses Schwert ist eine der ältesten Waffen, die aus der Bronzezeit überliefert sind. Es wurde schon 400 Jahre vor der Schlacht um Troja gefertigt und ist damit eines der frühesten Beispiele griechischer Waffenbaukunst. Es ist 3500 Jahre alt, aber ich könnte es schleifen und dann benutzen. Etwas Vergleichbares könnten wir heute nicht mehr herstellen. König Agamemnon hatte ein riesiges Waffenarsenal und eine gut gefüllte Kriegskasse. Aber die entscheidende Frage bleibt: Hat es die Schlacht um Troja überhaupt gegeben? Viele glauben, der Trojanische Krieg ist eine Legende, doch das Relief zeigt, dass sie mit hölzernen Balken ausgestattet war, deren Zerstörungskraft durch Eisenspitzen verstärkt wurde. Diese assyrische Kriegsmaschine stand auf Rädern und hatte vorne einen aus Weidenruten geflochtenen Schutzraum, der an den Nacken eines Pferdes erinnert. Das Gerüst einer solchen Belagerungsmaschine wurde mit Stoffen oder Tierhäuten abgedeckt. So wurden die hölzernen Türme und Brüstungen vor Feuer geschützt. Es kam vor, dass man brennende Pechfackeln auf sie herabwarf, um die Maschine anzuzünden. Aber das hatten die Assyrer bedacht.
und ein Wasserfass in der Maschine untergebracht. Damit konnten sie das Äußere feucht halten. Vorne an der Belagerungsmaschine gab es zwei schlauchartige Gebilde, durch die das Wasser austreten konnte. Könnten diese riesigen Kriegsmaschinen Homer als Vorbild für das trojanische Pferd gedient haben? In so einer Belagerungsmaschine sind Soldaten, die eine feindliche Stadt angreifen. Daraus könnte man eine Geschichte ableiten, in der sich die Soldaten als List in so einem Aufbau verstecken. Jüngst wurden in Syrien Beweise dafür gefunden, dass solche Maschinen schon 600 Jahre vor dem Trojanischen Krieg in Gebrauch waren. Die Assyrer haben also sicherlich zu Zeiten Trojas weit entwickelte Kriegsmaschinen zur Zerstörung von Festungsanlagen gekannt. Wir wissen, dass in der Welt der Antike Machtfragen durch Kriege entschieden wurden und dass ein Sieg auf dem Schlachtfeld als ein Geschenk der allmächtigen Götter galt. Eines der wichtigsten Heiligtümer der Griechen war Olympia, der Geburtsort der Olympischen Spiele. Es war Zeus, dem mächtigsten aller griechischen Götter, geweiht. Von ihm erflehten die Krieger einen Sieg. Die Völker der Antike brachten den Göttern ihres jeweiligen Kultes erlesene Geschenke und Opfer dar. Diese Votivgaben sollten die Götter günstig stimmen und den Sieg in einer Schlacht garantieren. Man nimmt an, dass diese Sammlung von Kriegerhelmen aus Olympia Weihegaben sind, die Zeus dargebracht wurden. Sie geben eindeutige Hinweise auf die Bedeutung der Kriegskunst im antiken Griechenland. Dieser von Speeren durchlöcherte Brustpanzer aus Bronze ist mit Zeus-Abbildungen geschmückt und ein Zeugnis dafür, wie hochentwickelt die Metallbearbeitung in der Bronzezeit war. Analysen der antiken Waffen, die in den letzten 200 Jahren gefunden wurden, haben gezeigt, dass die Menschen sehr gut mit den Wissen bei der Verteidigung ihrer geliebten Stadt. Diese gut gesicherte Festung einzunehmen war kaum möglich. Die Mauern waren unbezwingbar und wurden fortwährend mit Waffen und Steinen verteidigt. Mehr noch, wir wissen heute, dass im Altertum sogar chemische und biologische Waffen eingesetzt wurden. Es gibt Berichte über die chemischen und biologischen Waffen. Bomben voller Skorpione, giftige Insekten, Rauchwolken. Archäologen können nachweisen, dass Skorpione tatsächlich zu Kriegszwecken eingesetzt wurden. Während der Belagerung Hatras, einer Stadt im heutigen Irak, warfen die Verteidiger Krüge voller stechender Insekten und Skorpione auf die römischen Angreifer. Es gibt auch Hinweise, dass chemische Kampfstoffe eingesetzt wurden. Naphtha ist eine brennbare Chemikalie, ähnlich wie Napalm. Die Verteidiger von Hatra schleuderten es wohl in Keramikgefäßen wie diesem auf die Kriegsmaschinen, zerstörten sie so und verursachten Chaos. 1988 wurden in Hama im heutigen Syrien einige sehr interessante Keramikkugeln entdeckt. Es stellte sich heraus, dass es sich hier um Jahrtausende alte Handgranaten handeln muss. Homer beschreibt, dass die Trojaner giftige Skorpione einsetzten, um den griechischen Helden Achilles zu besiegen. In Homer we've got the death. Bei Homer stirbt Achilles, als er von einem vergifteten Pfeil in die Ferse getroffen wird. Die Antike kannte biologische Waffen, die auf verschiedene Weise Leid und Tod brachten. Die Belagerung Trojas dauerte nun schon ein Jahrzehnt. Agamemnon und seinen Truppen war es nicht gelungen, die Stadtmauern zu durchbrechen und Helena zurückzuerobern. Aber es gab noch einen letzten Versuch, die Trojaner zu besiegen. Dazu ersann man eine völlig neuartige Belagerungsmaschine. König Agamemnon hatte die uneinnehmbare Festung Troja nun schon 10 Jahre lang belagert. Jedes Jahr segelten die Griechen erneut nach Troja, um die Stadt zu erobern und Helena aus den Händen der Trojaner zu befreien.
Es war damals üblich, Kriege saisonal auszutragen. Die Schlachten fanden im Sommer statt und im Herbst zogen die Menschen wieder nach Hause, um die Ernte einzubringen. Sie mussten die Wirtschaft am Laufen halten, um die Armeen zu finanzieren. Jedes Jahr konnten die Trojaner den Abzug ihrer Feinde feiern. Doch im 10. ergab das ein spektakuläres Kunstwerk. Man kann verstehen, warum die Trojaner es hereinholen wollten. Aber das Gebilde muss so gut konstruiert gewesen sein, dass die List nicht aufgedeckt werden konnte. Odysseus wollte eine Belagerungsmaschine bauen, in der eine Spezialeinheit untergebracht werden konnte. Sie sollte dann, sobald das Pferd sich in der Stadt befand, die riesigen trojanischen Tore öffnen. Doch die Griechen standen vor einem Problem. Woher sollten sie das Holz nehmen, um so ein riesiges Gebilde zu bauen? Man nimmt an, dass sie dafür Holz aus ihren Schiffen benutzten. Es war ein genialer und kühner Plan. Aber würden die Trojaner sich überlisten lassen? Es gibt neue Hinweise, die erklären, warum die Form der Kriegsmaschine dafür so wichtig war. Zum einen war Troja ein Zentrum des Pferdehandels. Pferde hatten also einen sehr hohen Stellenwert. Archäologen haben Ansammlungen von Pferdeknochen gefunden, die bestätigen, dass es im antiken Troja sehr viele Pferde gab. Das sind Pferdeknochen. Sie wurden in einer Aufschüttung aus der späten Bronzezeit gefunden. Pferde waren also hier in Gebrauch. Zum anderen war das Pferd in der ganzen antiken Welt ein Symbol für Macht und Wohlstand. Die Form der Belagerungsmaschine ergab sich also aus den regionalen Traditionen. Nach 3 Tagen hatten die Griechen das Pferd vollendet. Es war ein imposantes Gebilde. Trojaner waren bestimmt beeindruckt, als sie es am Strand vor der Stadt fanden. Aber warum sollten die Trojaner die Belagerungsmaschine in die Stadt bringen? Um zu begreifen, wie diese List gelingen konnte, müssen wir das damalige religiöse Verständnis der Menschen aus dieser Region mitbedenken. Die Griechen waren abgesegelt, hatten das Pferd auf der Ebene vor den Toren Trojas zurückgelassen. Die Trojaner glaubten, König Agamemnon habe aufgegeben und sei über die Ägäis geflüchtet. Sie dachten, er habe das Pferd als Geschenk an die Götter zurückgelassen, um damit eine sichere Heimreise durch die gefährlichen Gewässer zu erbitten. Dies brachte die Trojaner auf eine Idee. Warum dieses schöne Bildnis nicht in ihre Stadt bringen und den eigenen Göttern opfern? So könnten sie diese wertvolle Opfergabe zu ihrem eigenen Wohl einsetzen. Es war möglich, einen Kampf zu gewinnen, indem man die Götter der Gegner auf seine Seite brachte. Dafür war es das Beste, das Pferd in die Festung zu bringen. Man schaffte es also durch die Mauer ins Innere der Stadt, um diese griechische Opfergabe zu einem Geschenk für die Götter Troja. Und man konnte sich kaum darin bewegen. Eine Dendra-Rüstung bestand aus 15 einzelnen Bronzeplatten und wog ungefähr 16 Kilogramm. Die Rüstung der Helden Homers war wohl ziemlich effektiv. Anhand der Dendra-Rüstung kann man die Stärke und Schlagkraft der Ausrüstung erkennen. Zum besseren Schutz überlappten die Bronzeschilde einander. Sie wurden durch starke Fasern miteinander verbunden, die durch nur 2 mm dicke Ösen gezogen wurden. Aber würde das reichen, um den tödlichen Angriffen der Trojaner zu widerstehen? Die Schlacht um Troja gibt bis heute Rätsel auf. Und eine der zentralen Fragen bleibt, wie es den Griechen gelang, eine Stadt so lange zu belagern, ohne dass sie selbst vernichtet wurden. 1960 wurde durch einen archäologischen Fund klar, wie hochentwickelt die Rüstungen zur Zeit der Trojanischen Kriege waren. Solche Entdeckungen sind sehr selten. Aber schwedische Archäologen haben in einer Grabkammer bei Dendra in Griechenland eine komplett erhaltene Bronzerüstung aus der Zeit, in der die Griechen Troja belagerten, gefunden. Die Waffen, die vor Troja am häufigsten zum Einsatz kamen, waren Pfeil und Bogen. Aber konnte die Dendra-Rüstung dem Angriff eines Bogenschützen standhalten?
Zum ersten Mal seit über drei Jahrtausenden lassen wir einen geübten Schützen gegen die Rüstung aus Mykene antreten. Die Ergebnisse sehen wir in Zeitlupe. Fantastisch. Der Pfeil sollte die Rüstung durchstoßen, aber er ist nur 1 Zentimeter tief eingedrungen. Er ist verbogen und die Pfeilspitze ist verformt. Das hätte den Krieger erschreckt, aber nicht verletzt. Selbst mit extrem scharfen Pfeilspitzen gelingt es dem Meisterschützen Mike Ashington nicht, der Panoply nennenswerten Schaden zuzufügen. Der dritte Schuss trifft genau auf den Rand der Rüstung, aber erstaunlicherweise prallt der Pfeil ab, ohne große Spuren zu hinterlassen. Der nächste Schuss trifft genau in die Herzgegend, aber auch diesmal durchdringt der Pfeil nur die äußerste Schicht des bronzenen Panzers. Der Mann wurde auf keinen Fall verletzt. Er hat sich vielleicht erschreckt, hat Angst bekommen, aber blieb unverletzt. Er konnte weiterkämpfen. Aber wie war es, eine solche Rüstung zu tragen? Sie zu tragen war sehr schwierig. Sie war schwer, man konnte sich kaum damit bewegen. Waren Pfeil und Bogen. Aber konnte die Dendra-Rüstung dem Angriff eines Bogenschützen standhalten? Zum ersten Mal seit über drei Jahrtausenden lassen wir einen geübten Schützen gegen die Rüstung aus Mykene antreten. Die Ergebnisse sehen wir in Zeitlupe. Fantastisch. Der Pfeil sollte die Rüstung durchstoßen, aber er ist nur 1 Zentimeter tief eingedrungen. Er ist verbogen und die Pfeilspitze ist verformt. Das hätte den Krieger erschreckt, aber nicht verletzt. Selbst mit extrem scharfen Pfeilspitzen gelingt es dem Meisterschützen Mike Ashington nicht, der Panoply nennenswerten Schaden zuzufügen. Der dritte Schuss trifft genau auf den Rand der Rüstung, aber erstaunlicherweise prallt der Pfeil ab, ohne große Spuren zu hinterlassen. Der nächste Schuss trifft genau in die Herzgegend, aber auch diesmal durchdringt der Pfeil nur die äußerste Schicht des bronzenen Panzers. Der Mann wurde auf keinen Fall verletzt. Er hat sich vielleicht erschreckt, hat Angst bekommen, aber blieb unverletzt. Er konnte weiterkämpfen. Aber wie war es, eine solche Rüstung zu tragen? Sie zu tragen war sehr schwierig. Sie war schwer, man konnte sich kaum damit bewegen. Die meisten Kämpfe fanden im Sommer bei fast 40 Grad statt. Wenn man sie lange getragen oder gar lange darin gekämpft hätte, wäre man an einem Hitzschlag gestorben. Die Krieger, die eine solche Rüstung trugen, müssen auf einem Streitwagen gekämpft haben. Gehen oder laufen konnten sie nicht. Die verminderte Beweglichkeit wird durch die Schutzfunktionen aber wieder wettgemacht. Die Helme wurden damals aus den Hauern von Wildschweinen hergestellt. Wir werden versuchen, die Überlieferung Homers zu bestätigen, dass Krieger ihre Helme aus Jagdtrophäen bauten. Dazu nähen wir Knochen mit einem Leinenfaden auf eine lederne Kappe. Der Helm ist flexibel, aber stabil. Obwohl die doppelt geschliffene Pfeilspitze einen der Knochen gespalten hat, wurde der Aufprall von dem Helm abgefangen. Der Krieger hätte also sogar einen Schuss aus nächster Nähe überlebt. Das ist der Schwachpunkt dieser Rüstung. Wenn man eine Lücke trifft und dann noch den Knochen und das Leder durchdringt, kann das böse enden. Doch mit schlagkräftigen Infanteriewaffen. Warum wir nur so wenige finden, wissen wir nicht. Vielleicht wurden sie eingesammelt. Bronze war sehr wertvoll. Vielleicht kam ja ein Teil dieser Waffen beim Kampf um Troja zum Einsatz. Und es gibt noch andere Hinweise darauf, dass hier eine große Schlacht stattgefunden hat. Interessant ist, dass diese Flusskieselsteine gesammelt und auf den Hügel gebracht wurden. Man nimmt an, dass sie als Geschosse für Schleudern verwendet wurden. Dafür spricht, dass wir ähnliche Geschosse aus gebranntem Ton gefunden haben.
Die Tatsache, dass hier eine große Anzahl solcher Wurfgeschosse gefunden wurde, deutet für die Fachleute auf einen Überraschungsangriff hin. Die Einwohner hatten keine Zeit mehr, die Geschosse abzufeuern. Auf Kampfhandlungen deuten auch diese polierten Steine mit Loch in der Mitte hin. Man kann sie als Endstücke an der Achse eines Streitwagens benutzen. Doch kann man von diesen Bruchstücken darauf schließen, welche Waffen damals im Kampf Mann gegen Mann verwendet wurden? Zu jener Zeit war der heldenhafte Einsatz jedes Einzelnen kriegsentscheidend. König Agamemnon führte eine Elitetruppe, die jedem Gegner ungeheure Furcht einflößte. Zu ihr gehörte einer der besten Krieger der Antike, Achilles. Hierin ist auch die Passage enthalten, die Achilles und seine Myrmidonen beschreibt. Man kann den Namen Achilles erkennen, auf Griechisch Achilleus. Die größte Schlacht in der Ilias ist der Kampf zwischen Hektor, dem Meisterkämpfer Trojas, und Achilles, dem besten Krieger der Griechen. Dieser Zweikampf war ein wichtiger Moment in den 10 Jahre andauernden Kampfhandlungen. Der Nahkampf der einfachen Soldaten mit ihren Kurzschwertern war eine rohe und blutige Angelegenheit. Die von Homer beschriebenen Zweikämpfe scheinen idealisiert und erinnern eher an rituelle Auseinandersetzungen. Der griechische Held Achilles wurde so lange provoziert, bis er sich auf einen Kampf mit Hektor, dem trojanischen Meisterkämpfer, einließ. Sie trafen sich auf einer Ebene vor Troja. Üblicherweise schleuderte man zuerst die Speere. Beide verfehlten ihr Ziel. Daraufhin zog Hektor sein Schwert, um den Kampf so zu beenden. Achilles holte sich seinen Speer zurück und stieß ihn Hektor durch die Kehle. Kriegshelden wie Hektor und Achilles kamen mit der ältesten Kampfmaschine der Antike zum Schlachtfeld, dem Streitwagen, um den Kampf so zu beenden. Achilles holte sich seinen Speer zurück und stieß ihn Hektor durch die Kehle. Kriegshelden wie Hektor und Achilles kamen mit der ältesten Kampfmaschine der Antike zum Schlachtfeld, dem Streitwagen. Zu jener Zeit war der Kampf Mann gegen Mann sehr angesehen. Man wollte dem Gegner ins Auge blicken. Für einen solchen Nahkampf musste man fit und sehr ausdauernd sein. Das gleiche gilt für den Schwertkampf. Den Arm eines Mannes mit einem Schwert abzutrennen, erfordert sehr viel Kraft. Wie Hektor und Achilles sich bekämpften, ähnelt dem Kampfstil der Gladiatoren im alten Rom. Daraus folgt, dass dem Streitwagen schon zur Zeit Trojas eine sehr wichtige Funktion zukam. Die Streitwagen waren Transportmittel zum Schlachtfeld. Die Krieger wurden damit hingebracht, konnten so aber auch gerettet werden. Sie standen an vorderster Front und kämpften stellvertretend für alle um Ruhm und Ehre. Wurde einer von ihnen müde, kam ihr Kamerad, ließ ihn aufspringen und sie flüchteten. Vor 3000 Jahren konnten neue, todbringende Waffen plötzlich massenhaft hergestellt werden. König Agamemnons Waffenschmiede sahen sich vor eine ungeheure Aufgabe gestellt. Würde es ihnen gelingen, eine Rüstung zu entwickeln, die diesen neuen Waffen vor den Mauern Trojas trotzen konnte? König Agamemnons Armee musste eine lange Reise durch die Ägäis hinter sich bringen, um Troja zu erreichen. Vor den turmhohen Mauern der scheinbar uneinnehmbaren Stadt begann eine Belagerung, die ein Jahrzehnt dauern sollte. Aber wie konnten sie so lange im Freien überleben? Wie konnten sie die brutalen Angriffe der Trojaner überstehen? Heute wird mit Hilfe von archäologischen Funden und Hinweisen aus der Ilias versucht, die Waffen und Rüstungen der Antike zu rekonstruieren.
Der wichtigste Teil der Ausrüstung, die ich hier trage, ist der Helm. Das hier ist ein hochentwickelter korinthischer Helm. Auffällig sind die langen Wangenschilde und die geschlossene Gesichtspartie. Sie sind als Schutz im Kampf besonders wichtig und bilden vorn einen großen Schild. Die griechischen Handwerker entwickelten einen Helm, der den Hör- und Sehsinn möglichst wenig beeinträchtigte. In den Perserkriegen war es wichtig, Kommandos zu verstehen. Die alten Helme waren wie Taucherhelme, man hörte nur Lärm. Es wurde auf die Gegner gezeigt und man wurde in ihre Richtung gestoßen. Später mussten die Krieger hören können, was vor sich ging.